war Shirin Azami, ja, wie drüber gestolpert, auch glaube ich Reaction-YouTuberin, schaut gerne mal bei vorbei, viele spannende Themen, auch so frauenbezogen und ja, es geht um das Thema Bumbles kontroverse Werbung und warum alle Frauen die App löschen, fand ich ganz spannend und wir reacten einfach mal drauf, wir sind jetzt direkt drin und hier sehen wir auch schon die Werbung. Und zwar, muss ich mal gucken, ob man das hier im großen Bild sieht, ja, you know full well, a wow of celibacy is not the answer. Also sozusagen ein Schwur von Zölibat ist jetzt auch nicht die Antwort, also es scheint mir eine Bumble-Werbung zu sein, auch irgendwie seltsam. Vorab noch, bis Montagabend Pfingsten 25% auf meine wunderbaren Kurse, alles, wisst ihr, alles rund um Dating, Beziehung und Liebe, Bindungsangst, Dating, whatever. Und dann suche ich noch einen Titel auf Englisch für mein Buch Der Liebescode, mein erstes. Das soll jetzt nämlich auf Englisch erscheinen. Und wer da, also außer jetzt Love Code, das geht nicht. Wer da dazu eine Idee hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir gehen mal los, würde ich sagen. Bumble gesehen, das nicht hier in der Dominikanischen Republik, sondern im Internet. Soweit ich weiß, war geplant, dass sie es erstmal in den Vereinigten Staaten versuchen, gucken, wie es dann da anläuft und dann hätten sie das Ganze erweitert und wären dann auch nach Europa gegangen mit dieser Werbung. Zwar steht auf dieser Plakette übersetzt, dass Enthaltsamkeit, sowas wie Enthaltsamkeit, wobei einige sagen, es ist eine Religion mittlerweile schon, dass das nicht die Antwort ist. Die Frage ist doch, warum zur Hölle macht Bumble überhaupt so ein Plakat? Warum setzen sie auf so eine Art von Werbung? Ganz einfach zu erklären, weil mittlerweile auch Bumble gemerkt hat, dass es einen Rückgang von Frauen auf ihren Apps gibt. Es ist nicht nur bei Bumble zu sehen, sondern auch bei Tinder und anderen Dating-Apps. Frauen. Ja, wir sehen hier mal den Aktienkurs von der Match Group. Also Match Group ist Tinder und ich glaube auch noch weitere Dating-Apps, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Vielleicht schreibt jemand in die Kommentare auch größere. Man könnte ja meinen, das ist ein super gutes Geschäft. Ja, es ist ein beschissenes Geschäft. Ich meine, wer an der Börse war, 21 bis 24 geht hier der Chart. Sind die Aktienmärkte ja, also auf jeden Fall so im Großen und Ganzen doch deutlich gestiegen, während sich der Kurs gefünftelt hat. Also das, wow, das ist wirklich absolutes Zeichen. Also für mich auch wirklich überraschend, hätte ich nicht gedacht. Ich denke mal nur, die sind einfach scheiße, Dating-Apps. Aber offensichtlich sind sie so scheiße, dass selbst die Einnahmen zurückbleiben. Ne? Und wir wissen ja, woher die Einnahmen kommen von den Männern, weil selbst die nicht mehr zahlen. Schlecht. Ja, gucken wir mal weiter. Frauen löschen mittlerweile immer mehr und mehr die Apps, weil sie die Schnauze komplett voll haben. Lass uns nicht vergessen, und das muss ich an der Stelle erwähnen, ich bin so unfassbar begeistert, was für eine Power TikTok eigentlich hat, weil ich erinnere mich, dass es eine Zeit gegeben hat, wo Frauen nach und nach gekommen sind und gesagt haben, löscht die App, löscht alle Dating-Apps, die ihr auf dem Telefon habt. Es wurde halt sehr negativ über Dating-Apps geredet, dann siehst du, eine Frau macht es vor und irgendwie ziehen die anderen nach und machen dann auf TikTok genau die gleichen Videos. Und ich frage mich, ob das etwas... Also was ich jetzt spannend finde, und deswegen habe ich das auch mal reingenommen, das Video hier, dass... Also aus Sicht von Männern ist es ja so, die denken, also Frauen sind die Kings auf der Dating-App, ne? Selbst Frauen sind total unzufrieden. Wobei für Männer ist wirklich so, ey, wir hätten wenigstens mal Grund, uns überhaupt über irgendeine Beziehung zu beschweren. Wir hätten einfach gerne mal eine irgendwie. So ist es ja für die meisten Männer, aber da kommen wir gleich nochmal zu, denke ich. Sie sagt jetzt aber auch, Frauen finden es auch total scheiße, aber da sage ich später nochmal was zu. Mit Shira 7 zu tun hat. Shira 7 oder sie ist Shira. Ihre goldene Nase sich an einem Typ verdienen muss. Auf jeden Fall. Diese Frau ist mega unterhaltsam. Pure Comedy, meiner Meinung nach. Was ich sagen kann, also ich bin mir sicher, dass einige von euch auch Shira 7 mittlerweile an diesem Punkt schon kennen. Wer nicht, der lebt wirklich unter einem Stein. Wer nicht weiß, wer sie ist, guckt euch auf TikTok gerne. War jemand, die schon immer gesagt hat, dass Dating-Apps, vergesst Dating-Apps, Dating-Apps ist Müll. Warum? Aus dem Grund, weil ein Typ am Telefon hat er das Gefühl, 10.000 Optionen zu haben und ist nicht wirklich invested in
der Relationship zu dir. Männer, Ja, da sieht man jetzt so ein bisschen, wie gesagt, ich will dir das gar nicht vorwerfen, also, weil das, glaube ich, viele Frauen so denken. Sie sagt jetzt, ein Mann hat 10.000 Optionen. Ja, welcher Mann denn? Also, das sind ganz wenige. Das sind ganz wenige. Darauf wollte ich jetzt mal hinaus, die 10.000 Optionen haben. Also, wer hat 10.000 Optionen? Frauen haben 10.000 Optionen, ne? Also, alle Forschung zeigt, dass 50% der Männer eigentlich überhaupt keinen Stich kriegen, 40% krebseln so rum und ja, sagen wir mal 5%, 5 bis 10, aber ich würde sagen eher 5 oder noch weniger, haben so richtig volle Auswahl. Warum? Ja, weil sie sozusagen, also da gibt es ja auch Forschung drüber, dass Frauen dann nochmal viel krasser aussortieren. Wir haben ja auch Female Choice, wie gesagt, das ist alles keine Wertung so. Und nur die nach Maßgabe der Dating-Apps alle attraktivsten Männer da ausgewählt werden von den Frauen. Und diese Männer haben natürlich dann auch ganz viele Optionen. Und ja, der Mann an sich ist vielleicht ein bisschen weniger auf Commitment raus, so in der Masse, sag ich mal. Beziehungsweise ich vermute auch, dass das vor allen Dingen so Bad Guys sind, die dann rausgenommen werden, ne? Und da muss ich leider, also es hängt halt alles zusammen, muss ich den Frauen auch eine gewisse Mitverantwortung geben, wenn man jetzt überhaupt über sowas reden kann wie Verantwortung. Das sind ja auch biologische Geschichten, aber ein bisschen auch mal zur Verantwortung. Ich bin ja ein großer Fan von Verantwortung übernehmen. Naja, also wenn die Frauen suchen ja auch aus und die suchen die Männer aus, die 10.000 Optionen haben, die daten eben nicht jemand aus ihrer Friendzone. Also zumindest bis man es mal verstanden hat, wie es funktioniert. Also bei mir auf dem Kanal sind da bestimmt viele schon ein bisschen weiter, aber und auch die Männer sind weiter, also dass man da so ein bisschen gegen anarbeitet, sag ich mal. Aber das ist ein bisschen das Problem so, ne? Dass die, vielleicht sollte man die daten, die eben keine 10.000 Optionen haben, und das wirkt dann wieder unattraktiv, ne? Also kann man mal sehen, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. geben sich dann halt nicht wirklich Mühe. Dann ist eine Frau zum Beispiel, die mit etwas unzufrieden ist, der Typ, was macht der dann einfach? Kein Bock mehr, ich löse das Match auf. Ich hoffe, sie denkt jetzt nicht, dass Frauen das nicht machen. So, das ist ein gutes Argument, was sie hier hat. Also es ist kein Invest. Das finde ich sowieso. Ich habe ja auch mal neulich schon ein Video darüber gemacht, über so sozusagen energieorientiertes Dating. Wie viel Energie gibst du rein? Und auf einer Dating-App gibst du so wenig Energie rein. So, da muss ich ihr vollkommen recht geben. Muss allerdings auch sagen, dass das, glaube ich, nicht mit Männern, das hat jetzt, glaube ich, nicht mit Männern und Frauen zu tun, ne? Also Dating-Apps fördern, dass man keinen Invest reingibt, ne? Also das betrifft, würde ich sagen, alle Geschlechter. Oder was auch immer. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist etwas anderes und da gebe ich ihr wirklich recht, wenn ein Mann eine Frau draußen sieht, man merkt definitiv, dass da schon ein bisschen mehr Investment in dem Sinne von Energie. Wenn man versucht aufzustehen, man versucht sich dahin zu raffen, man versucht ein Gespräch zu führen. Das ist schon etwas, wo ich ihr echt zustimmen muss. Ich persönlich finde Dating-Apps, ich bin kein Fan davon, aber andererseits muss ich auch sagen, dass wenn du in einer Community lebst, wo es so hart ist, irgendwie Leute kennenzulernen, dann kann ich schon verstehen, dass einige Leute dann eher auf Dating-Apps zurückgreifen. Andere Absolut korrekt, aber auf wie viele von uns trifft das zu, ne? Da reden wir natürlich über Randgruppen, also das finde ich das stärkste Argument für Dating-Apps. Aber Randgruppe sind nicht heteronormative Männer und Frauen so, ne? Das ist keine Randgruppe, ne? Kann keiner von uns sagen, ich bin ja die Randgruppe, weil ich bin über 30 oder über 40. Nee, ihr seid keine Randgruppe. Kann man nicht sagen, ne? Sache, was meine Vermutung ist, warum mehr und mehr Frauen Dating-Apps löschen, weil auf TikTok dieses große Zusammenkommen ist. Es ist einfach ein großes Miteinander. Ich finde das ist wirklich, was mich so an TikTok fasziniert. Deswegen kann ich nicht alles schlecht reden an TikTok. Es ist der Wahnsinn, wie viel Austausch auf TikTok stattfindet. Ich habe vermehrt in den letzten 2, 3 Jahren gesehen, wie mehr und mehr Frauen auf diese Plattform kommen und sagen, dass die Ehe wirklich nichts bietet. Es bereitet ihnen irgendwie nicht wirklich Joy. Traurigerweise, die Mehrheit der Frauen, die ich auf TikTok gesehen habe, die sich halt so krass über die Ehe beschweren, die selbst noch nicht mal in einer Ehe stecken. Also wer jetzt, TikTok ist eine coole App, ne? Soll ja auch in den USA jetzt verboten werden. An sich ist das schon eine Auszeichnung, wirklich.
Und nur jeder, der sagt, der TikTok so hochlobt für ein bestimmtes Thema, der weiß einfach, also ich hoffe nicht, dass sie unzufrieden in ihrer Ehe ist, weil du kriegst ja das, TikTok ist ja Meister da drin, das auszuspielen für das, was du dich interessierst, so, ne? Und ich denke auch, dass die für die junge, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber für eine junge Generation, die haben, hat man sich ja das Gefühl, boah, wir sind ja alle auf TikTok, wobei du bist immer noch in deiner Bubble, das merkst du ja gar nicht auf TikTok, so, ne? Und das macht, wie gesagt, macht trotzdem für die Generation auch Stimmen, nur sag ich mal, für die Gesamtpopulation, die nehmen das gar nicht wahr, weil der einfach Großteil ist einfach nicht auf TikTok, noch nicht. Aber gut, ist ja auch egal, letztlich. Also, wenn man da das Gefühl hat, alle löschen die Dating-Apps, ja, dann ist das deine Bubble, so, ne? Und naja. gesteckt haben, aber sie sehen den Sinn einfach nicht in einer Ehe, weil sie verstehen, durch diesen großen Austausch, der im Internet stattfindet, dass meistens ist es so, dass Frauen eher zum Leben des Mannes etwas Positives hinzufügen, als dass es umgekehrt ist. Also das ist schon eine steile Aussage, muss ich echt sagen. Also da weiß ich, also ich nehme das völlig, ist alles gut, ist völlig valide, aber da, man sieht daran, es gibt es bei Männern genauso, ne, wie, wie wir wirklich nur unsere Seite sehen, weil ich könnte jetzt wetten, wenn ich 10 Männer anspreche draußen auf der Straße, die würden sagen, boah, also da würde mich schon auch, würde es viele geben, vor allen Dingen, wenn die auf Online-Dating-Apps, die sagen würden, ja, was für einen Mehrwert bringt denn eine Frau in meinem Leben? Außer jetzt, man datet die casually sozusagen, also die vielleicht genauso bindungsvermeidend wären oder die auch sagen würden, also ich kenne, könnte jetzt auf den Schlag einen Haufen Männer aufzählen, die sagen, Ehe bringt für mich auch nichts. Das ist immer so schade, wenn wir immer nur eine Seite sehen und anstatt, dass wir mal sagen, wenn es für beide nichts bringt oder ist ja auch nicht, wir wissen jetzt auch nicht, in welchem Prozentsatz so, ne? Was ist, wo ist denn da das Problem eigentlich, ne? Oder was ist das gesellschaftliche Thema? Oder das Denken, also die Frauen denken immer, sie hätten nur das Problem und die Männer, also gerade auf Dating-Apps und die Männer denken vielleicht auch nur, sie hätten das Problem. Anstattdessen sollte man es vielleicht einfach löschen irgendwie und fertig, ne? Tatsächlich ziehen Frauen häufiger in Beziehungen den kürzeren. Beispielsweise auch, wenn es um den Haushalt geht, was ich schon in vergangenen Videos zu oft gesagt habe, wozu es auch Studien gibt, die ihr gerne recherchieren könnt. Und zwar, dass Frauen im Haushalt nach wie vor immer noch mehr machen, wenn sie mit ihrem Partner Das stimmt sicherlich, absolut, ja. gemeinsam leben, als dass es Männer tun. Das bedeutet, du hast Workload und Mental Load für zwei Leute. Nachdem halt so viele Frauen auf TikTok gekommen sind und nicht. Ja, auch das ist leider, ein Mann würde jetzt sagen, also wenn man jetzt so in so traditionellen Mustern denken, würden die Männer sagen, ja, ich verdiene ja auch die Kohle, so, vielleicht kann ja die Frau auch die Kohle verdienen, dann bin ich auch mehr zu Hause. Also das ist halt unheimlich schwer. Ich finde, wir kommen auch aus der Zeit raus, wo wir eben nur unsere eigene Seite sehen sollten, weil so kommen wir irgendwie nicht weiter, ne? Man muss das Gesamtpaket sehen. Oder viele Männer beschweren sich vielleicht auch eher nach einer Ehe, dass sie sagen, hey, ich habe eigentlich gar nichts mehr. Ich habe die Kinder nicht mehr, ich habe das Haus nicht mehr, ich habe das Geld nicht mehr, ich habe eigentlich gar nichts mehr. Von daher, ihre Punkte sind natürlich genauso valide, ne? Das stimmt sicherlich, dass Frauen immer noch viel mehr Care-Arbeit haben. Aber ich weiß nicht, können wir nicht mal aufhören, die Geschlechter gegeneinander auszuspielen? Das bringt doch nichts. Es hat nicht ein Geschlecht ist schlechter als das andere. Ich glaube das nicht, ne? Gerade positiv über Bumbles neue Marketingstrategie geredet haben, hat Bumble plötzlich einen Rückzieher gemacht und gesagt, okay, wir ziehen diese Werbung, diese kontroverse Werbung zurück. Wisst ihr, was für mich in Also es ist ja spannend, dass wir, wie gesagt, diese verstörende Werbung Zölibat ist auch nicht die Lösung, also wenn eine Dating-App, vor allem diese woke Dating-App Bumble, wenn die schon solche Werbung machen muss und sozusagen offensichtlich machen in den USA vielleicht mehr Leute, sind da vielleicht so traditionell, also zumindest im Zentrum von USA und warten vielleicht mit Bachelor bis zur Ehe und was weiß ich. Also wenn die schon gegen sowas Werbung machen müssen, dann muss es echt schlecht stehen um die Dating-Apps, ne? interessant ist, bevor Ja. Bumble überhaupt mit diesem großen Plakat rausgekommen ist, hatte Bumble angekündigt, dass sie ein Rebranding machen wollen. Und ich dachte mir auch erstmal, okay, das hört sich doch voll gut an. Okay, Bumble will ein Rebranding machen. Zum Beispiel, ich bin nicht wie die anderen Eichhörnchen. So typische
typische Sachen, die man halt von Männern hört. Damn, was hast du an? Das ist wirklich so nachvollziehbar, weil ich glaube, irgendwann in deinem Leben als Frau hast du auf jeden Fall schon eins dieser Sätze gelesen, wenn du versucht hast zu daten. Ich habe das auf jeden Fall gelesen. Ja, und Männer haben nicht das Gleiche, oder was? Männer haben nicht die gleichen Sätze, die sie mal wieder hören, irgendwie. Also, wir müssen ja endlich mal aufhören, uns immer alle als Opfer. Also, jeder will mal Opfer sein. Die Frauen wollen Opfer sein der Dating-Apps, die Männer wollen Opfer sein. Das ist Bullshit. Man muss einfach Verantwortung übernehmen und überlegen, bringt mir so eine Scheiß-App überhaupt was? Habe ich andere Optionen irgendwie? Deswegen ist ja auch, also nicht nur in meinen Dating-Kursen, auch, ist auch Online-Dating, aber auch viel Offline-Dating. Weil das bringt uns nicht weiter. Ne? Und wie gesagt, die allermeisten oder ein Großteil der Männer kriegen keinen Stich auf eine Dating-App. Das wird hier, glaube ich, wieder vergessen. Ne? Und ich kann euch sagen, das macht sofort, dass ich alle Apps löschen wollen würde. Ich fand Bumble immer etwas anders als die anderen Dating-Apps, aus dem Grund, weil das Konzept hinter Bumble war ja sehr interessant, falls es einige nicht wissen, noch nie diese App gehabt haben. Bumble wurde für Frauen eigentlich konzipiert. Das sollte für Frauen ein Safe Space sein. Bei Bumble ist es nicht wie bei Tinder. Also ja, man kann sich gegenseitig ein Like geben, dann matcht man, aber dann bist du als Frau diejenige, die erstmal dem Typen schreiben muss, nicht dass der Typ dir erstmal schreibt. Bei Bumble ist es so, dass die Frau dann gezielt suchen kann, okay, wen will sie jetzt anschreiben und Also da sehe ich gleich mehrere Probleme. Ich frage mich immer, also ich kann total verstehen, dass Frauen sich einen Safe Space wünschen. Männer können bestimmt manchmal total ätzend sein. Und nur wie kannst du einen Safe Space geben auf einer heterosexuellen, im heterosexuellen Bereich einer Dating-App? Ich meine, irgendwo musst du ja mit Männern interagieren. Also das scheint mir schon ein bisschen widersinnig zu sein, es sei denn, Frauen daten Frauen. Und da gibt es ja auch genug Beispiele, dass es auch nicht mal friedlich läuft. Also das ist. Also das finde ich schon schwierig. Und dann höre ich halt, ja, manche mögen Bumble, absolut. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Aber ich weiß von Männern, die da drauf waren, dass sie gesagt haben, also mal ganz ehrlich, die Sprüche oder die ersten Texte von Frauen sind auch nicht besser als die von Männern. Die Frauen schreiben auch Hi und Hey und Hör, die schreiben nichts anderes. Wieder das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe, ne? und mit wem möchte sie halt weiter kommunizieren? Gibt es ein Video von einer TikTokerin, das blende ich euch hier an der Stelle ein, was sie dazu zu sagen hat? Alright, let's talk about Bumble's new Just Fuck Him ad. That's not what it's called, but that's the sentiment. So, I think it's a miss for the brand for a multitude of reasons. So, first of all, when we look at the origin story of Bumble, Bumble differentiated itself in the dating app world in two different ways. First of all, this idea that women had to make the first move was ideally and originally premised in women's empowerment. That was one. Ja, jetzt sagt sie, ja, habe ich auch neue Schmiedungen gemacht, dass es ums Empowerment von Frauen geht. Nur gerade das will ja Bumble jetzt abschaffen, dass nur noch Frauen als Erste anschreiben können, weil es einfach nicht funktioniert, weil es auch gegen die Polaritätsregeln ist. Also nicht, dass Frauen nicht auch Männer anschreiben können, aber selbst in so einem sehr woken Artikel dazu wurde geschrieben, dass da oft der Vibe fehlt in den Dates, die dann folgen. Ich habe die Welt nicht gemacht. Es ist einfach, wenn du immer gegen die Regeln spielst. Das hat aber nichts mit Empowerment zu tun, sondern einfach sich diesem Dating-Spiel und seinen Sexualstrategien hinzugeben. Und also ich finde, das ist Empowerment, One ne? part of Bumble, like they really leaned into that. And then the second part of Bumble was that you could pick if you wanted to meet a romantic partner or if you wanted to meet a friend or a networking contact. And both of those things are actually still part of Eigentlich schon jemals jemand Freunde gesucht auf Bumble? Ich kann das gar nicht glauben. their core brand DNA. Like I went to their homepage when I was looking at this campaign, and they have relaunched, which I'm going to talk about in a minute when it says introducing the new Bumble, but there's a story about, we'll call her Jane, who on Bumble met both her husband and her bridesmaid. So they're still leaning into the romantic partners or friends. And there's this whole idea that, again, it's Hat sie gesagt, dass irgendeine virtuelle Person da sowohl ihren Partner als auch ihre Brautjungfern kennengelernt habe, also sowohl Freunde als auch Partner. women-centered. And so the whole reason why they took away women making the first. Ja, sie sagt, das wäre eine Dating-App, die frauenzentriert ist, aber wie gesagt, wie kann das sein, wenn man Männer daten? Ich verstehe es irgendwie nicht. Also klar, es gibt eine Frauensauna, da sind da eben nur Frauen drin und so weiter, aber wie kann
eine App frauenzentriert sein, wo man ja, also ich verstehe es nicht so richtig, aber ich finde es trotzdem gut, Sachen auszuprobieren, weil wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie, es ist gut. Also ich finde es gut, neue Sachen auszuprobieren, aber offensichtlich, ja, aber auf jeden Fall hat sich hier eine, hat es ja eine Frau gegründet, die ist dann richtig reich geworden, auf jeden Fall. Move. It's not to keep, you know, gross guys out of your inbox. The reason why they took that away and anyone can make a move is to relieve the burden on women. Hier schreibt zum Beispiel eine Frau, I'm married and... Ja, relieve the burden on women, was für Frauen, viele Frauen finden es, okay, höre ich zumindest immer wieder, mache ja falsch sein, weiß es nicht, für sie finden es anstrengend, den ersten Schritt zu machen, ne? Ah. I'm shocked. They are supposed to be an app for girls. Literally claiming to be a dating app for women and then they, one, shame women for their choices and two, ja, die Werbung ist echt Katastrophe. And invalidate the reasons why women are becoming treating it as a joke to use for marketing. Darüber habe ich erstmal gar nicht nachgedacht, dass Frauen für ihre Gründe geschämt werden, aber tatsächlich ist es der Fall. Ja, das stimmt natürlich, ja. Mhm. Auch hier wieder, dieses ganze Konzept, wenn man sich das hier mal reinguckt, tatsächlich wird die Frau dafür verantwortlich gemacht. Someone pointed out that the main product of dating apps are women and that they are mad, their products are walking away. And das ist so wahr. Da habe ich gedacht, okay, Männer sind das Produkt, weil Männer bezahlen meistens halt für diese Dating Apps, um irgendwelche Premium-Sachen da freizuschalten, damit sie halt mehr Frauen erreichen können, was Frauen halt nicht machen müssen. Frauen können halt ein Basic-Account. Ja gut, dass sie darauf mal hinweist, weil die ganze Kohle, ich meine, ich hatte auch mal die crazy Idee, auf Tinder mal zu werben für meine Kurse und die sind total arrogant, die brauchen das gar nicht, die brauchen gar keine Werbung, die haben zwar ab und zu Werbung, aber das ist dann häufig so große Markendeals und die waren schon, ja, da musst du mindestens hier so und so viel und bla und also merkt man richtig, dass sie ja nicht drauf angewiesen sind, ja klar, weil... Ich meine, ich denke mal so zu 95%. Männer zahlen die ganze Scheiße, ne? Ich meine, das könnte man auch, also ich denke, also ich glaube, für beide Geschlechter funktioniert es nicht, weil die Frauen suchen sich tendenziell immer nur die Bad Guys raus, die sich dann auch nicht committen wollen. Und die Männer, die sich committen wollen, die kriegen erst gar keine. Und das wird immer wieder vergessen, ne? Das war ja auch, als ich bei Unbubble war, dass die Frauen gesagt haben, ja, ist doch total geil, dann bin ich in Nizza, will einen schönen Abend haben und da finde ich da jemanden und dann date ich da jemanden. Also das wird von vielen Frauen, glaube ich, komplett vergessen. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, dass Männer hoffentlich gar nicht so weit kommen, so auf Dating-Apps. Ne? Account haben, müssen dafür nicht zahlen und kriegen halt dennoch, keine Ahnung, lass es 10.000 Nachrichten und Matches sein. Aber wie gesagt, es ist auch für Frauen nicht gut, weil Frauen könnten, glaube ich, kompatiblere Partner finden offline. Und das sozusagen dieses biologische Dating-System der Frau funktioniert, glaube ich, besonders schlecht auf Dating-Apps, weil Frauen gehen eigentlich, ist eigentlich Aussehen gar nicht so wichtig, sondern die gucken halt, was für ein Vibe hat jemand, wie kommt der rüber, ist der, hat er ein bisschen Selbstbewusstsein und was weiß ich. Also viele Sachen, die erstmal, also die man zwar so gut faken kann, aber die man nicht so auf den ersten Blick sieht auf Fotos und ja, vielleicht sagt sie auch noch was dazu. Männer machen natürlich auch viel schlechtere Fotos, viel schlechtere Profile, sage ich dir noch immer. Und das stimmt auch, sodass dann vielleicht die wenigen, die wissen, wie es läuft, auch so einen rausstechen so. Ne? Dass sie vielleicht wissen, sollten jetzt besser kein Anglerfoto machen. Männer geben sich da manchmal erschreckend wenig Mühe. Das ist auch absolut eine Realität. Sodass es letztlich für beide nicht funktioniert. Und auch, ich glaube, es ist auch leichter, Männer auszuwählen, die vielleicht selbstbewusst sind, aber nicht so Bad Guys im echten Leben. Also das auf so einer App und dann auch noch rauszukriegen, ob man jetzt die 587. ist, also das ist halt kompliziert, ne? Hier schreibt eine andere Person, they are really be trying to tell women what to do with their bodies for men, instead of calling out the behavior of the man on their app. Und das stimmt definitiv. Ich würde sehr gerne eure Meinung zu diesem Thema wissen. Ich weiß, dass der größte Teil meiner Zuschauer Frauen sind. Deswegen interessiert mich, seid ihr auf Dating-Apps? Nutzt ihr Dating-Apps oder habt ihr schon Dating-Apps gelöscht? Ja, schaut gerne mal hier vorbei. Shirin Asami. Macht die fucking Kurse, sage ich mal wieder. 25% bis Pfingsten noch mit dem Code MyLiebe. Und wie gesagt, ich finde es einen guten Trend, das Ganze zu löschen. Jetzt gucken wir aber nochmal, ob Bumble vielleicht auch einen Aktienkurs hat.
So, sehe ich jetzt mal den Aktienkurs vom Bumble. Das ist schon. Wow, das war mir nicht bewusst. Also eine einzige. Ich mache mich hier mal ein bisschen kleiner. Eine einzige, oder hier mal in die Ecke. Einzige Abwärtskaskade. Wow. Das ist einfach nur krass. Bin ich froh, dass ich keine. Ich wollte ja so nach libysche Prinzipien immer überlegt, ob man eine Dating-App machen kann. Ich denke, es war gut vom Universum, was nicht geklappt hat. Da kann man ja scheinbar noch nicht mal Geld mit verdienen. Unglaublich. Also man denkt eigentlich, es ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Aber irgendwie dann doch nicht. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, macht die Frage einen Kurs. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.